gerade mal ein bisschen einkaufen gewesen. Und siehe da. Ja, die hätte ich gerne. Dürften 99er sein, ne? Geile Teile. Okay, nur 90. Ich habe den 900 Turbo mal gehabt in den 90ern. Der war geil. Ja. Mal hoffen, dass damit irgendwann mal was passiert. Da hinten liegen noch Motoren. Schade. Ja, moin zusammen. Ich denke, den Wagen in dem Zustand kennen jetzt alle. Er sah natürlich bei weitem nicht so aus, als wir den gekriegt haben. Ganz im Gegenteil, eine absolute Katastrophe, eigentlich ein Totalschaden. Aber mit dem Versprechen, den zu reparieren, haben wir den für 850 Euro gekriegt. Von daher haben wir das dann auch durchgezogen innerhalb von 3 Wochen. Ja, warum erzähle ich euch das, beziehungsweise zeige euch die Fotos? Ja, das soll eigentlich nur zeigen, dass ich durchaus in der Lage bin, ein Auto fachgerecht durch den TÜV zu schweißen, beziehungsweise überhaupt zu schweißen, dass es wieder auf die Straße kommt. Das hier soll kein Video sein, um Ronny von Küstenrost in irgendeiner Weise zu dissen oder runterzuputzen oder sowas in der Richtung. Es geht um etwas völlig anderes, und zwar um Sicherheit. Und die geht uns alle was an. Ja, in einem Fall Sicherheit für die Menschen, die in dem Auto sitzen, wenn es nicht fachgerecht repariert wird, und vor allen Dingen um alle anderen da draußen. Ja, das ist das große Problem an der ganzen Sache. Man gefährdet nicht nur sich, wenn man irgendetwas falsch baut. Man gefährdet vor allen Dingen andere Menschen. Und da wird es schwierig. Und jetzt nochmal zum Mitschreiben. Ich beabsichtige nicht, ihn schlecht zu machen. Ich beabsichtige nicht, irgendwie den Kanal schlecht zu machen. Ich mag den Kanal, ich habe ihn abonniert. Und ja, er hat die Kommentare gelöscht, die ihm Tipps gegeben haben. Und das regt mich ein bisschen auf, weil, wie gesagt, wir reden hier von Fahrzeug- bzw. Fahrsicherheit. Das ist eine schwierige Sache. Am Ende landest du im Knast, wenn du Mist gebaut hast an dem Auto und irgendjemanden umbringst damit. Das ist einfach so. Ja, und deswegen habe ich dieses Video gemacht. Also bitte nicht auf mich einschlagen. Wie gesagt, ist gut gemeint. Okay? Alles klar. Dann geht's jetzt weiter. Ich habe echt schon lange drüber nachgedacht. Ich habe auch meine Leute gefragt, also meine Community, die meine Beiträge gesehen haben, ob ich ein Reaktionsvideo machen soll. Der Kollege von Küstenrost, ich glaube Ronny heißt der, hat mich ehrlich gesagt, muss ich sagen, ganz schön geärgert. Ich biete eigentlich ständig meine Hilfe an. Ne? Leute, die mich kennen, beziehungsweise die meinen Kanal schon länger beobachten, wissen, dass ich hier und da auch schon mal umsonst arbeite. Einfach mal so. Ne? So. Wie fing das Ganze an? So, das Ganze fing an, ich habe Küstenrost abonniert, habe mir das angeguckt, dachte mir, okay, der Fuhrwerk da in seiner Karre rum und im besten Fall fährt das Auto nie. Ernsthaft. Ne? Also dieser Dieselbomber da. Ne? Okay, trotzdem habe ich, jetzt habe ich auch mal ein Stativ wieder gefunden. Okay, trotzdem habe ich das weitergeguckt. Okay, ja. Jeder fängt irgendwo an. Ist mir vollkommen bewusst. Ja. Ich habe mir das angeguckt, weiterhin abonniert, alles geguckt, gemacht, getan. Ja, dann kam die erste Aktion, wo ich sagte, Alter,
Was machst du denn da? Der Dieselbomber hatte ja hinten am Radlauf, ich nehme jetzt einfach mal diesen Lupo hier, ungefähr innen in dem Bereich hier, eine Durchrostung Richtung Dom. Da habe ich mir in dem Video habe ich angeguckt, habe ich mir das, ich habe mir das angeguckt und dachte mir so von wegen, Junge, geh da nicht mit Frust dran. Dann hat er den ganzen Kram da rausgeflext. Da war immer noch Rost. Dann wurde da rumgestückelt und gemacht und getan. Und hat er irgendwann hat er einen neuen Dom gekriegt. Ich blende euch das mal ein. Ja, gegen Secondhand Blechteile ist eigentlich grundsätzlich nichts einzuwenden, wenn sie im guten Zustand sind. Ich schneide auch bei Fahrzeugen mal so einen Radlauf raus und sowas alles in der Richtung. Das kann man durchaus verwenden, das ist nicht das Problem. Wenn man denn, und jetzt kommt das große Aber, wenn man denn einigermaßen fachgerecht da dran geht. Wir reden bei einem Dom, reden wir von einem Fahrwerksteil. Die Texte in seinem Video, so von wegen, ja, wenn das 2, 3 mm rauf, runter, hin, her ist, ich nehme eh einen Schraubverwehr, kann ich einstellen, Alter, geht gar nicht. Erstmal die Hinterachse muss da drin sein beim Schweißen. Zweitens, Pi mal Auge, so einen Dom einschweißen, schon verdammt fahrlässig. Mal den hier, der ist so ähnlich. Okay, so. Wenn ich hier also irgendwo ein Rostloch drin habe, was muss ich tun, wenn ich hier oben ein Rostloch drin habe? Jetzt mache ich mal das Licht an, Vorsicht, nicht erschrecken. So, hier an dieser Sicke seht ihr die Schweißpunkte. Diese Schweißpunkte bohre ich raus. Im Idealfall, wenn der Dom selber, also das Ding hier oben, wo der Stoßdämpfer drin sitzt, noch in Ordnung ist, nehme ich die da raus. Ja? Messe das alles vorher aus. Hier sieht man die Schweißpunkte ganz gut, ne? So. Messe das aus. Unten auf dem Boden geht er so weiter. Ne? Hier hinter dieser Masse sind mehr von den na, Schweißpunkten. Das geht ja hier runter, ne? Und dann setzt das hier unten drauf. So. Mittendrin irgendwas rauszuflexen und Pi mal Auge da reinzulöten, das war löten. Ne? Dann oben überlappend, unten stumpf und voll auf Stoß. Hier oben bin ich überlappend. Ja, bin ich überlappend. Hin und her und ehrlich gesagt, der Radlauf, der war so versaut und so schlecht geschweißt. Die Einstellungen in dem Schweißgerät stimmten von vorne bis hinten nicht. Dann noch überlappende Bleche drüber nageln. Man ändert komplett das Gefüge dieses Materials. Mit diesem Auto, mit diesem Dom, nie wieder auf die Straße. Nie wieder. Auf gar keinen Fall, so wie er das gemacht hat. Auf gar keinen Fall, nie wieder. Das Auto hat nichts mehr auf der Straße verloren. Da schon nicht mehr. Ich habe meine Hilfe angeboten. Mal gucken, ob wir das in den Kommentaren noch finden. Die üblichen Geschichten, ne? 1,5 cm auseinander, überlappen, schweißen und so weiter und so weiter. Aber dann kam ja, den Rest habe ich einfach wegignoriert. Ne? T4 und sowas alles in der Richtung. Ging ja auch einigermaßen. Ja, dann kam der,
Ich erkläre das jetzt nur, weil jemand, ich habe ja wie gesagt meine Community gefragt mit einem Beitrag, ob ich das machen soll, dieses Reaktionsvideo. Da hat einer gesagt, so von wegen, ja, besuch ihn doch und sowas alles in der Richtung. Ist ja nicht so, dass ich es nicht angeboten hätte. Deswegen komme ich jetzt zu dem Golf 3. Der Golf 3, den er gekauft hat mit dem murksigen Motor. Einen ungeplanten Zylinderkopf auf so einen Motor drauf zu schrauben, ist logischerweise Murks. Das funktioniert nicht, das wird nichts. Ersatzmotor für 3,50 Euro wird logischerweise auch nichts. Habe ich ihm angeboten, bring mir den Motor runter, ich mache dir den. Komplett. Keine Reaktion. Das ist, man muss sich gewisse Sturheit, wenn man ein Auto schraubt, eine gewisse Sturheit muss man sich auch leisten können. Kann er sich nicht leisten. Dafür kann er im Moment noch zu wenig. Wie gesagt, ich mache da gar keinen Vorwurf, dass er das nicht hinkriegt. Ne? Ich mache das, das ist kein Vorwurf, aber wenigstens auf Kritik, auf sachliche Kritik habe ich gemacht. Eingehen wäre schon gut. Ne? Ansonsten bringt man sich und andere Leute in Gefahr. Das ist das ganz einzige Problem an der ganzen Sache. Scheiß drauf, Golf 3 wurde weggestellt, super. Jetzt ging es an den Dieselbomber dran. Letztes Video, die Vorderachse. Ja. Mir ist durchaus bewusst, dass er in dem Instagram in der Story schon gezeigt hat, dass er den ganzen Scheiß wieder auseinandergerupft hat. Wahrscheinlich wegen der ganzen Kommentare, die da kamen. Ich habe auch einen Kommentar drunter geschrieben. Ich blende euch den einfach ein. Ne? So sah das aus. Und am Ende ist es doch so, aufgrund dieser Kritik hat er mich vom Kanal gebannt. Ernsthaft jetzt. So, und jetzt nochmal an den Kollegen, der in meinen Beitrag geschrieben hat, so von wegen, ich sollte ihn mal besuchen, den guten Ronny. Ja, nee. Er nimmt sich ja nicht mal etwas von irgendwelchen Kommentaren an. Wie gesagt, ich mache niemandem den Vorwurf, dass er irgendwo anfängt zu schrauben, dass es irgendwann eine Evolution gibt oder sowas in der Richtung. Kein Ding. Ja? Aber dann, um die Ecke zu kommen, erstmal mich versuchen zu verarschen. Und dann, ja, mich vom Kanal bannen. Ne? Ja, ich kann meine Kommentare noch sehen. Mich hat einer meiner Abonnenten auch mal gefragt, sagt er so, wo ist denn der Kommentar hin? Ich sehe den noch. Meine Frau sieht den nicht mehr. Ja, zu Deutsch, hat mich vom Kanal geschmissen. Wegen einer sachlichen Kritik. Ja. Wie gesagt, ich kenne genügend solche Leute. Die meinen, die können alles, die wissen alles. Ja. Jegliche Kritik, beziehungsweise jeder Ratschlag, ja, wird ignoriert. Ja, und am Ende hängen sie in der Allee vorm Baum. Ne? Weil die Kiste nämlich auseinandergeflogen ist. Ich kenne die reichlich. Ne? Ich habe die Leute auch schon selber aus dem Graben gezogen. Den gleichen Typen 500 Meter von hier siebenmal. Siebenmal aus dem Graben gezogen. Und jedes Mal glaubt er wirklich, er kann sein Auto selbst reparieren. Ne? Da kommt das große Danke, 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 wenn der Ding da rausgezogen wurde. Und sobald er da rausgezogen wurde, schraubt er wieder an der Gurke rum. Ohne Sinn und Verstand. Ja. Bei der Vorderachse, erstens, nicht auf Nulllage eingestellt beim Festschrauben. Zweitens, die Schrauben, die da drin waren, haben da drin nichts mehr verloren. Drittens, die Bremsbleche müssen natürlich da dran, ne? Das hat der große Hersteller so gebaut, also muss das da auch so dran, ne? Dann die Dreieckslenker. Jetzt mal Dreieckslenker vom Golf 2 sehen. So.
Und da ist nicht der eine anders als der andere. Die sind nicht unterschiedlich. Man baut gleich ein. Ganz einfach. Das wird jetzt auch nichts besonders Wertvolles sein. Oder besonders Teures sein. Aber es ist immerhin einmal komplett. Ne? Und zwei gleiche. Und nicht mal eine Ahnung mit Herr Febi. Ja. Für einen Golf 2 Diesel reicht das. Vielleicht finde ich ja noch einen. Kosten übrigens beide zusammen keine 80 Euro. Inklusive Traggelenk. Auch so eine Sache, die ich verstanden habe. Neue Traggelenke kommen an. Das Einzige, was er rausnimmt, ist die, sind die, die Mutternplatten. Dann nehme ich doch bitte die zwei neuen Traggelenke. Und pack die anderen wieder wirklich für einen Notfall weg. Keine Ahnung, wo die Dinger herkamen. Ja, das ist... Man kann fuschen, auch kein Problem, mache ich auch. Ne? Mal im Auto zusammen fuschen, weil es für die nächsten 2-3 Tage funktionieren muss. Ne? Aber doch bitte nicht bei sicherheitsrelevanten Bauteilen, wie in der Vorderachse. Als ich die lange Schraube gesehen habe, einmal durch den Axtträger durch im Fußraum gegengekontert. Alter. Wie gesagt, in dem Kommentar wollte er mir auch erzählen, er hätte alles mit Drehmoment angezogen. Ich sage so, ja, und der Drehwinkel? Wo war der? Den Einwand, den hat er gar nicht gegeben. Ergo hat er mir Blödsinn erzählt. Wie gesagt, in der Instagram-Story jetzt vor kurzem, keine Ahnung, ob ich die noch finde, ist der ganze Golf vorne zerlegt, inklusive Axtträger. Ja? Wenn man seine Zuschauer unterhalten möchte, super, dann sagt doch aber bitte nicht nachmachen. Die Leute kommen auf die Idee und machen den Scheiß auch so. Wir haben hier ab hier, Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben jeden Tag, haben wir irgendwelche Jugendlichen mit irgendwelchen zusammengetunten Gurken, die in die Allee semmeln. Weil irgendetwas nicht funktioniert. Dann sagt man doch bitteschön, mach das vernünftig. Ja, Unterhaltung, dann schreibt drunter, es ist Unterhaltung, nicht nachmachen. Bitte, bitte mach das. So funktioniert das nicht. Das geht einfach nicht. Tut mir leid. Das sind einige Leute gewesen unter dem Video, die sich aufgeregt haben. Die ganzen Kommentare sind weg. Ja? Und so kann man mit Kritik nicht umgehen. Es waren wirklich viele Leute, die wirklich sachliche Kritik geübt haben. Alle weg. Ja? Und dann weiß ich auch, welcher Charakter dahinter steckt. Tut mir leid. Ja, dann ist der lustige Typ aus den Videos, nämlich nicht der lustige Typ aus den Videos, sondern... Jemand, dessen Charakter ich jetzt nicht mal näher bezeichnen kann. Ja? Das sind Leute, die gucken sich diese Videos an und nehmen sich da was von an. Gut, einige haben schon gesagt, so von wegen, ja, ist ja ganz offiziell so, der kann nichts. Ja? Das ist keine Anleitung per Definition. Es gibt aber Leute, die nehmen das als Anleitung. Das ist das Problem. Dann blendet das ein. Das ist nur Spaß. Ja? Ganz einfach. Ich kritisiere auch nicht, dass er 100-mal nach Likes und Abos gebettelt hat. Mache ich nicht. Und wenn jetzt wieder einer um die Ecke kommt, so von wegen, ich wäre neidisch. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Nee, überhaupt nicht. Nein. Nee. Weil meine Arbeit ist so gut, wenn ich ein Auto zum TÜV bringe, dann guckt er gar nicht mehr. Weil ich derjenige bin, der normalerweise den TÜV kritisiert. Das ist kein Scherz, das ist so. Ja, ihr kennt genug, auf meinem Kanal seht ihr genug Videos, wo ich dem TÜV die Hosen stramm ziehe. Ja, das ist einfach so. Sicherheitsrelevante Bauteile. Und jeder, der dagegen ist, stellt euch mal vor, so eine zusammengefuschte Gurke semmelt bei euch ins Auto rein und löscht eure Familie aus. Irgendwo ist der Spaß zu Ende. Ja? Wenn man sich nur selbst umbringt, super, gar kein Problem. Jetzt nehmen wir mal die berühmte Bushaltestelle, dir knallt die Vorderachse in irgendeiner Weise weg oder du kannst nicht mehr lenken und du schepperst da voll rein und die Schulklasse sitzt da gerade. Was dann? Hm? Immer noch große Fresse? Wenn tote Kinder da liegen? So sieht die Realität aus. So sehen wir die. Wir holen Autos raus aus den Gräben, beziehungsweise haben das früher regelmäßig gemacht.
Wir haben Autos aus den Gräben rausgeholt, da lag noch mal ein Finger drin oder ein Fuß oder sowas in der Richtung. Ne? Fahrzeug bergen. Ne? Da lag noch mal ein Finger, ein Fuß oder sowas in der Richtung rum oder einmal in die Menschengruppe gescheppert, Bremsversagen. Ne? Deshalb bin ich so aufgestellt. Ich war früher auch nicht anders. Aber man muss irgendwann mal eine gewisse Entwicklung durchleben. Und mal irgendwann auf den Konsens kommen, so von wegen, okay, pass mal auf, bis hierhin und keinen Schritt weiter. Und wenn ich Mist baue, dann muss ich das auch so sagen. Deutlich sagen, nicht nachmachen. Das ist keine Anleitung. Bitte nicht nachmachen. Und unter seinen Videos bekommt er nur Zustimmung. Das ist doch kein Wunder, dass da keine Kritik mehr durchkommt. Genau deswegen habe ich dieses Video gemacht, wie ich die Hinterradbremse von meinem Lupo komplett verkackt habe. Und am gleichen Tag, direkt hinterher, habe ich noch ein Video gemacht. Pass mal auf, Leute. Sagt mir bitte, wenn ich Mist baue. Diese Kritik ist wichtig. Auch der Lupo ist ein Auto, was mit 170 über die Autobahn fährt. So, und da funktioniert irgendwas nicht. Bremse zum Beispiel, Stauende, patsch. Ja, und dann? So, und genau das war die Intention. Nichts mit Neid. Das ist Schwachsinn. Ich verdiene mit YouTube kein Geld. Ich arbeite umsonst. Wenn hier irgendjemand hinkommt und sagt, pass mal auf, ich komme nicht über den TÜV oder sowas, ihr habt es doch selber gesehen. Zahnriemen umsonst gemacht und sowas, alles in der Richtung. Ja, ihr habt dafür gespendet. Da sind jetzt auch neue Traggelenke und ein neuer Stoßdämpfer drin. Konnte ich jetzt nicht filmen, musste schnell gehen. So, die Karre ist immer noch nicht über den TÜV gegangen. Freigängig statt der Bremsen hinten. Ja. Alles freigemacht. Habe ich jetzt nicht gemacht, sondern der Schwager von der guten Frau. Weil ich keine Zeit hatte. Und ja, alles frei gewesen. Und beim TÜV hingen die Dinger wieder fest. Ja, das kann passieren. Ne? Ja, das ist einfach so. Ne? Aber lieber die Freigängigkeit zu wenig, als die Bremswirkung nicht da. Ne? Gut. Wie man sieht, das Wetter ist nicht mehr so besonders. Es ist windig, es ist kalt. Da hinten stehen zwei Störche auf der Wiese blöd rum. Und ich werde mal zum Ende kommen. Ich will nämlich rein. So. Das wird nämlich noch ein reichliches Geschnipsel, das Video zusammenzukriegen. Wie gesagt, jetzt noch einmal, weil es garantiert wieder irgendwelche Deppen gibt, die das nicht kapieren. Nein, ich bin nicht eifersüchtig. Ich bin seit 32 Jahren im Beruf. Seit 32 Jahren. Und ich weiß, dass man irgendwann mal dazulernen muss. Und ja, ich lasse an meinen Autos lasse ich auch Leute schrauben, die haben nichts gelernt. Weil ich weiß, die machen das richtig. Olli zum Beispiel. Der ist 20 Jahre alt, der hat nichts gelernt in Bezug auf Kfz. Trotzdem lasse ich den, ohne hinzugucken, meine Bremsen machen. Weil ich weiß, okay, der macht das. Der macht das richtig. Der hat von seinem Vater gelernt, sein Vater hat das auch nicht gelernt. Er macht es aber genau so, wie man es machen soll. Und wenn ich ihm sage, pass mal auf, das da vorne da mit Schraubensicherung, dann macht er das. Und seitdem macht er das auch so. So arbeitet man an Fahrzeugen. Und so kann man das dann auch zeigen. Nicht so wie bei Ronny. Tut mir leid. Das ist kein Neid, das ist keine Eifersucht, das sind schwachsinnige Behauptungen. Wie gesagt, man kann ein Fanboy sein, beziehungsweise man kann ein Fan einer gewissen Person sein. Wenn die Kritik allerdings komplett abgeschaltet worden ist, hat man ein Problem. Dann ist man Fanboy. Und das ist dann einfach nur noch hohl. Okay, bis zum nächsten Mal.